Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Deliver Us Mars. Ja, so, wir spielen nochmal an unserem PDA am Ärmel rum und herzlich willkommen zurück. Und in der ersten Folge haben wir den Prolog gespielt in unserer Kindheit und auch schon einiges erlebt, scheinbar auf der Mondstation. Und nun sind wir ein bisschen in die Zukunft gereist. Wir sind mittlerweile wohl erwachsener geworden und haben diese Satellitenschüssel noch repariert. Und jetzt sollen wir hier zu unserem Arbeitskollegen wohl ins Auto steigen. So, jetzt. Ich soll trödeln? Klar, okay. Da spiele ich mit und gewinne. Ja, im Trödeln bist du gut. Warst du schon immer. Aber nachher trinken wir einen? Claire hat mich fast erwürgt, weil ich dir Bier gegeben habe. Memme. Hör mal, deine Schwester ist vielleicht nicht groß, aber wenn es um dich geht, würde sie einen Löwen mit bloßen Händen töten. Also, ist das jetzt ein Ja? Hallo? Warte. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ich muss sofort zu Maria. Geht offenbar um ein streng vertrauliches Notfallmeeting. Maria? Oh, dann geht es wohl um was Ernstes. Darf ich mitkommen? Hä? Nein. Du musst mich nur an den Sicherheitsleuten vorbeischmuggeln. Und wenn ich dann... Nein. Gut. Das gut kenne ich. Claire, gehst du zu dem Meeting bei Maria? Zu dem du nicht eingeladen bist. Ja. Bitte, Claire, schleus mich irgendwie rein. Ich will doch nur... Naja. Ich muss los. Vielleicht kriegst du ja Ryan rum, wenn du ihn genug nervst. Ich erfahr schon noch, worum es ging. Schon gut. Sollen wir irgendetwas nicht mitbekommen? Halt dich noch bedeckt. Es ist wieder unruhig zurzeit. Wirklich? Was ist mit deinem diplomatischen Fingerspitzengefühl? Hat nicht funktioniert. Steig hier aus. Wirklich? Wirklich. Lass die Erwachsenen erstmal ihr Geheimmeeting abhalten. Hey, das war echt nicht nötig. Ich möchte nur nicht, dass du Dummheiten anstellst, um doch noch reinzukommen. Niemals. Denk nicht mal dran. Ja, ja. Okay, wir sollen runtergehen. Was haben wir denn jetzt für Ziele? Triff dich mit Maria. Finde einen Weg in den Administrationsbereich. WSA. Das ist, glaube ich, die Raumfahrtbehörde. Suchen wir einen anderen Weg in Marias Büro. Das nennt man Lügen, Ayla. Auf geht's. Okay, also das ist Ayla. Aha. Herr Sachs, Materials and Equipment. Huch. Aha, wer ist das? Okay, steht da einfach nur rum. Irgendjemand, der wohl hier arbeitet, hä? Triff dich mit Maria. Hier kommen wir aber nicht drüber. Schade. Wir sollen... Ach, die... Ah, ne, ich dachte gerade, die sitzt hier draußen oder so. Okay, dann lass doch mal hier kurz umschauen. Ah, ja. Moonman Bundle Volume 2, die Brücke, die Morgendämmerung der Kolonie. Der Astronaut erreicht die Mondbasis, doch sie ist verlassen. Entschlossen, das Rätsel zu lösen, warum sie aufgegeben wurde, folgt er der Spur seines alten Freundes und begegnet unterwegs einer freundlichen künstlichen Intelligenz.
über die Autoren. Der Autor Konrad van Schaik und die Künstlerin Amira Torka nutzen ihre gemeinsame Stationierung auf der Copernicus-Mondzentrale als Inspiration, um diesen spannungsgeladenen Thriller zu schaffen. Also das haben wir schon mal, also wir haben nicht das da gefunden, aber das auch von denselben Autoren gewesen. Also der letzte Absatz, den haben wir schon mal gelesen. Aber das ist der Band 2, okay. Das muss ich mir notieren. Und das ist eine Anspielung auf den ersten Teil von Deliver Us Mars, beziehungsweise auf den Teil Deliver Us the Moon. Habe ich auch in der ersten Folge schon gesagt, den habe ich vor 4 Jahren oder so Let's Played. Falls ihr da Lust drauf habt, der Link zu der Playlist ist unten in der Videobeschreibung. Scannen. Der WSA Globus, fast schon ironisch, dass er golden angemalt wurde, wo dieser Planet doch immer mehr einer Wüste gleicht. Ich kann nichts daran ändern, die Generationen vor unserer haben einfach alles für selbstverständlich gehalten. Ah, okay. So, da sehen wir auch schon, was wir hier finden können. Wir haben 2 von 11 Comics, okay. Und 1 von 8 Planeten wohl hier entdeckt. Also es gibt relativ viel zu entdecken hier im Spiel. Es gibt auch das ein oder andere Easter Egg wahrscheinlich. Das gab es auch im ersten Teil schon. Deswegen müssen wir uns überall schön umschauen. Dass wir halt möglichst nichts übersehen. Ob uns das gelingen wird, werden wir dann am Ende des Let's Plays feststellen. Ich werde mir auf jeden Fall schön Zeit lassen hier. Also wir gehen hier ganz entspannt durch. Wird mit Sicherheit die ein oder andere actiongeladene Szene kommen. Das ist also kein reiner Walking-Simulator oder so. Es gibt auch Aufgaben, die wir erledigen müssen. Und es ist auch ein Spiel mit einer komplexen Handlung. Und einer wunderschönen Grafik. Oh, hier können wir sogar hier hintergehen. Interessant. Was ist denn das da? Erstmal hier auf den Tisch bringen. Das ist, glaube ich, ein Raumanzug aus Deliver Us the Moon. Okay, hier können wir auch nichts machen. Warum piepst sie ab und zu? Achso, mit C können wir das Dings kontrollieren. Damit können wir hier Ayla steuern. Und das geht also auch. Das ist auch Teil von dem ein oder anderen Rätsel wahrscheinlich. Dass wir dann damit irgendwelche Türen öffnen müssen, wo wir selber nicht drankommen, wo nur Ayla erstmal hinkommt. Das war jedenfalls in Deliver Us the Moon so gewesen. Hier ein Laptop. Sieht aus wie ein MacBook. Ich glaube, die piepst die ganze Zeit, ne? Was sind das hier für Automaten? Alte Gaming-Automaten oder sowas. Das Museum. Ja, von hier kommen wir bis zu Maria. Lass uns auch etwas umsehen. Ich war ewig nicht hier. Okay, ja, dann lass mal umschauen hier im Museum. Das finde ich eine gute Idee. So, wir können auch hier rein. Das ist ein altes Mondfahrzeug. Cool. Und wohl auch sonst niemand. Also wir sind ganz alleine hier, das ist doch schön. Das ist ja cool gemacht. Das sieht aus so ein bisschen wie aus Star Wars. Wer ist das? Als Han Solo da eingefroren ist in dem komischen Ding. So sieht das doch aus, ne? Cool. Ah, hier können wir mal. Hier war doch gerade F. Die Mikrowellenenergietechnologie ist eine revolutionäre Form der Energieabsorption und Verteilung. Der Luna-MBT.
half mit den 42 MPT-Empfängern auf der Erde dabei, die zunehmende Energiekrise der 2030er abzuwenden. MPTs. Mein Ding. Ich wurde immer interessierter daran, als Dad daran gearbeitet hat. Er hat den Planeten damit wirklich gerettet. Okay, also diese MPTs, die gab's in, darum ging's, glaube ich, im ersten Teil in Deliver Us the Moon. Es ging um den Transport von Energie vom Mond aus zur Erde mit Hilfe dieser Strahlentechnologie. Und das ist wohl, glaube ich, wenn ich das richtig zusammensetze, im ersten Teil schiefgelaufen und da mussten wir dann diese Mondbasis retten, beziehungsweise irgendwie von dort entkommen, wenn ich mich da jetzt so richtig erinnere. Ich glaube, darum ging es im ersten Teil. Betrayal Reaktor, Tombow Evacuation, genau, Tombow Base. Das sagt mir auch noch was. Ja, das ist der Raumanzug, den man anhat im ersten Teil. Und das ist das Gefährt, was der Begleiter, den man hat. Das ist, glaube ich, das Fahrzeug, was man hatte im ersten Teil. Great Energy Crisis, genau. Die Menschheit hat halt eine riesen Energiekrise. Also eigentlich genau das, wo wir gerade hinsteuern, ja. Genau, Microwave Power Transmission, Energietransport über Mikrowellen. Und dann kam es zum Blackout auf der Erde und wir wurden auf den Mond geschickt, um das zu reparieren. Der große Blackout katapultierte die Erde zurück in eine Energiekrise und Claire Johansson, Maria Gonzalez und Rolf Robertson traten Mission Fortuna an. Eine bemannte Mission, um die Ursache des Blackouts zu finden. Unter der Anleitung von Johansson und Gonzalez konnte Robertson die MPT-Schüssel wieder auffüllen und verbinden. Er hat wirklich viel zur Auferstehung der WSA beigetragen. Ah ja. Okay, das sind wohl die Helme von denen, ja. Das ist wahrscheinlich die Rakete. Ach genau, das ist die Rakete, die wir im ersten Teil am Anfang des Spiels selber starten und fliegen müssen. Wenn ich mich da nicht täusche. Warte mal gucken, ob hier noch was liegt. Dann gehen wir hier rum. Dann können wir da nochmal rein. Und das hier, genau, das ist das Level aus dem ersten Teil. Das ist das Level aus dem ersten Teil und das hat, glaube ich, damit geendet, dass man... Ich meine, hier auf diese Satellitenschüssel geklettert ist am Ende. Und die ist dann irgendwie umgefallen oder so. Irgendwie sowas war das. Bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ich krieg das nicht mehr zusammen. Aber ihr könnt euch natürlich gerne den ersten Teil nochmal anschauen. Nach dem Erfolg von Mission Fortuna leitete Claire Johansson Mission Vestia, um Arbeitskräfte zum Lunar MPT zu bringen und Rolfs Leichnam zu bergen. Claire und ihr Team entdeckten die schwer verletzte Software-Ingenieurin Sarah Baker im Kryoschlaf. Isaac Johansson, eines der drei Mitglieder des Lunar-Rats und einer der Urheber von Outworld, nahm die letzte Arche und floh. Da habe ich Dad zum letzten Mal gesehen. Aha. Schon gut. Nur wenn ich daran erinnert werde, dann... Schon gut. Okay, das sind, glaube ich, hier die Zeitschriften aus dem ersten Teil, die man so finden konnte. Hier liegen noch Zeitungsartikel. World celebrates hope and mourns tragedy. Huygens Research Facility, genau, die Huygens Basis. Irgendwie sowas war da auch. Recruits top scientists to Lunar Launch. Rolfs Raumanzug. Rolfs Raumanzug vom Mond. Was dieser Anzug alles gesehen hat, Teil einer so legendären Mission zu sein, bleibt für die meisten nur ein Traum. Okay, kann man denn hier noch... Ne, hier kann man nichts scannen. Also der zeigt uns immer an, wenn wir irgendwie was scannen können. Okay, das ist also so ein Verbindungsmodul von damals. Outward.
Das hier sind vermutlich alles entweder Mitarbeiter oder Leute, die das Projekt hier irgendwie unterstützt haben. Oh, ein Sputnik-Satellit. Interessant. Einige Zeit vor dem großen Blackout hatten die Mitglieder des Lunar-Rats Projekt Outward konzipiert, das vorsah, fast alle Bewohner der Mondbasis mit drei großen Raumschiffen, drei Archen, zu evakuieren. Der Verbleib der verräterischen Ratsmitglieder und der restlichen Crew der Mondbasis bleibt unbekannt. Mein Dad hat die Archen größtenteils selbst konzipiert. Genau wie fast alles bei der WSA. Sie sollten ein Fluchtplan für die Kolonie sein, falls etwas schief lief. Da sind lauter Bilder dahinter. Okay. Aber warum sind die dahinter so im Vorhang? Man sieht sie ja gar nicht. Stimmt, wir können hier mit Ayla die Türen öffnen. Stimmt, genau, da war ja was. War ein Versuch wert. Oh, hi Mark. Okay. Dann gehen wir halt so rein. Haha. Bietet sich gerade an. Rolf Robertson. Maria Gonzalez. Claire Johansson. Das ist doch da unsere... Siehst gut aus, Claire. War das jetzt... Das war unsere Schwester, ne? Und Sarah? Nee. Die sollten sie ersetzen. Ach, so sehe ich doch nicht mehr aus. Ein Witz, oder? Du siehst echt gut aus. Stets bemüht. Du, bloß bemüht. Ja, klar. Ich meinte... Danke. Du siehst richtig gut aus. Komm mit, Alex. Möchtest du auch zu Marias Büro? Ach, warum? Oh, weil ich auch dahin will. Also... Ich habe mir auf dem Weg ein paar Ausstellungsstücke zur Mission Fortuna angesehen. Oh, gut. Wie lange warst du eigentlich auf dem Mond stationiert? Ich war auf der Raumstation. Meistens. Ach so. Deshalb habe ich dich nie an der Oberfläche gesehen. Ich dich aber. Oh, wirklich? Bei Softwareverbesserungen für Rosas ASI. Oh ja, Ace. Nein, ASI. Ja. Nein, ich meine, Ace kommt von mir. Ich wusste nicht, dass ASI eine Abkürzung ist, also bin ich bei dem Namen geblieben und Rosa nutzt ihn jetzt auch. Der Name ist wohl recht verwirrend. Ah. Deine heißt Alex, oder? Wo wolltest du hin? Warte, du hast noch gar nicht geantwortet. Worauf? Wie lange du auf dem Mond warst. Auch die Jahre mit unfreiwilligem Kryoschlaf? Oh, ich wollte dich nicht. Ich müsste jetzt wirklich zu dem Meeting, Kathy. Ich wollte mich nur entschuldigen für das, was mit meinem Dad war. Er wollte das nicht tun, das weiß ich. Deshalb wollte er dich auch retten auf dem Mond. Mich retten? Dein Dad war nicht... Kathy, ich will jetzt nicht respektlos sein, aber was dein Dad und der Lunar-Rat taten, sie
ließen uns dort im Stich. Sie haben unglaubliche Untaten gegen die Menschheit und unseren Planeten begangen. Dafür müsste man sie zur Rechenschaft ziehen. Störe ich die Damen? Nein. Nein? Bei all dem Nachholbedarf an Präzedenzfällen überrascht es mich nicht, dich hier zu sehen. Wenn ich es bis hierher geschafft habe, könntest du mich Nein. ja... Maria meldet sich ja per Video, Nein. also kannst du... Okay, ihr habt das wohl einstudiert. Du hast es erfasst. Nicht hier. Ich bin eben ein Rebell. Auf geht's. 6 Jahre. Was? Auf dem Mond. 6 Jahre waren's. Ich wollte deine Frage von vorher beantworten. Klar. Danke. Ja. Okay. Also man hat uns mal wieder ausgesperrt. Wir bekommen irgendwelche Informationen einfach nicht. So, ich will mich hier noch gerade ein bisschen umschauen. Da liegt noch eine Werkzeugkiste einfach so in der Gegend rum. Was ist denn das hier eigentlich? Kann man nichts drauf lesen, ne? Schade. Nein. Ah. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich glaube, wir sind eher rebellisch. Machen hier laufend irgendwelche verbotenen Dinge. Oh, den Raum hier, den kenne ich doch irgendwo her. Der ist sehr ähnlich zu einem Raum, wo wir schon mal im ersten Teil drin waren. Was ist denn unser Ziel? Finde eine Möglichkeit, das Meeting zu belauschen. Wir müssen, glaube ich, da oben rein. Das ist aber da versperrt. Irgendwie in diesen Schacht da reinkommen. Also, wir versuchen mal hier unser Glück. Was haben wir denn hier für ein Teil? Okay. Das fährt dann darüber. Und hier können wir auch irgendwas drücken. Der geht dann hoch. Jetzt würde er wieder runtergehen. Frage ist, was bringt uns das? So dran springen können wir nicht. Da auch nicht. Sie kann das nicht auslösen. Warte mal. Achso. Das ist die Distanz unten links.
Was passiert denn, wenn wir hier nochmal drauf drücken? Dann kommt der Teil da wieder zurück. So, und wenn wir hier jetzt Anlauf nehmen, dann kommen wir auch hier drauf. Kontrollieren wir Enden. Da können wir nichts machen. Da auch nicht. Können wir denn... Wir können ja hier nochmal draufschneiden. Können wir von hier aus da oben das Ding kaputt schneiden? Wahrscheinlich zu weit, ne? Ja. Ja. Okay. Ich trete gerade auf der Stelle, gebe ich offen zu. Ich bin gerade ein wenig überfragt. Okay, spannend. Ach, hier können wir noch... Was kann man hier noch schneiden? Okay, das ist nur das eine Rohrstück da. Hier ist aber noch mehr irgendwo zum Abschnippeln. Sieht's nicht. Darunter geht's auch nicht. Okay, wie kriegen wir das da? Wie kommen wir darüber? Müssen wir uns einfach nur beeilen? Okay, wir müssen uns nur beeilen. Damit hätte ich jetzt gerade nicht so wirklich gerechnet, dass wir sowas machen müssen. Und jetzt ist mal darüber springen. Ah, na geht doch. Mal hier die alten grauen Zellen noch mal ein bisschen anstrengen. Wir brauchen Freisicht auf Ihr Gespräch, Ella. Okay, dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie... Da geht's nicht weiter. Du absolut sicher? DSC hat das dreimal geprüft. Das Signal kam von einem WSL-Kommunikationsgerät. Dann waren Sie es. Ja. Wir können getrost davon ausgehen, dass uns dieses Signal vom Projekt Outward geschickt wurde. Ganz bewusst. Ich kann's nicht fassen. Also der Mars... Dort sind sie, wie es aussieht, schon seit 13 Jahren. Sie sind näher an uns dran, als wir je dachten. Alles okay? Kann mir kaum vorstellen, wie schwer es sein muss, das noch... Schon gut, schon gut. Dann ist Mission Opera endlich gerechtfertigt. Ja. Mission Opera? Seit wir Sarah und Kathy vom Mond geholt haben, arbeiten wir an einem Krisenplan. Für den Fall, dass wir Outward finden sollten. Bei Mission Vestia fanden wir Hinweise darauf, dass die drei Archen, mit denen Outward vom Mond flog, nicht nur zum Transport dienten. Unseren Informationen zufolge können die drei Archen eine Triade bilden. Eine sich vollends selbstversorgende Siedlung. Aber warum dann? Warum jetzt? Ist es ein Notrufsignal oder eine Einladung? Völlig egal.
die Archen und ihre revolutionäre Technologie zurückbringen. Wir sollten das Signal analysieren. Vielleicht bekommen wir die Verschlüsselung raus. Wir arbeiten aktuell daran. Ich kann euch hinten gleich Zugriff aufs Terminal geben. Macht euch ein Bild davon. Ayla, schnell! Finde einen Weg in diesen Raum. Okay, wir müssen hier weiterfliegen. Perfekt, Ayla, jetzt bleib dort. Was ihr jetzt gleich hört, verlässt nie diesen Raum. Ist das klar? Ayla? Was machst du? Mondfehler. Ich muss die aktuelle Sachlage niemandem schönreden. Die Atmosphäre hier wird mit erschreckendem Tempo zunehmend schlechter. Die Luna-MPT-Schüssel hilft zwar etwas dabei, den Energieaufwand zu vermindern, doch Energie ist gerade unsere geringste Sorge. Diese CO2-Werte steigen ständig an und töten dabei viele Pflanzen und Tiere. Jeden Tag. Die Wahrheit ist, dass unsere Heimat so unbewohnbar wird, wie jeder andere Planet da draußen. Wir brauchen Archen. Sofort. Claire, du führst die Bergungsmission an. Wähl ein Team und hol die Archen zurück. Du hast ein paar Monate. Wir können nicht viel länger warten. Ich verstehe. Ich will zuerst Ryan und Sarah hier ins Team aufnehmen. Beide sind Experten auf ihren Fachgebieten und mir persönlich wichtig. Ich vertraue ihnen zutiefst. Dann wäre noch eine Stelle offen. Ja. Hey. Hi. Das mag idiotisch klingen. Warum fragen wir nicht Kathy? Was? 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 Sie war weit vor den anderen Absolventen im Programm. Du meinst, die einzige Klasse Astronauten der letzten 10 Jahre. Trotzdem hat sie so gut wie jede Aufgabe gemeistert. Manchmal mit mehr Punkten als ich. Auch wenn du sie nicht dabei haben willst. Bessere MPT-Ingenieure gibt's kaum. Wir brauchen ihr Wissen. Außerdem, und ich würde nie zugeben, dass ich das gesagt habe, ist Kathy die talentierteste Ingenieurin, die die WSA hat. Außer euch zwei. Und natürlich mir. Wir erwägen das jetzt aber nicht im Ernst, oder? Sie hat keinerlei Vorerfahrung. Sie gefährdet da nur die Mission. Sarah hat recht. Kathy sollte nicht mit ins Team. Da sind zu viele Störfaktoren. Hey, hey, Maria. Dürfte ich reinkommen? Ernsthaft? Bitte, Claire, ich will ein Teil davon sein. Hast du gelauscht? Ja, das tut mir leid, aber Claire, du weißt, ich habe mich der WSA bewiesen. 2 Diplome gleichzeitig, Hauptfach Streamtech und Bestnoten im Astronautentraining, wie Ryan sagt. Nett von dir, das zu sagen, Kumpel. Klar. Und du brauchst mein MPT-Wissen. Bitte, Claire, wenn du bei mir bist, dann schaffe ich das ganz bestimmt. Wir schaffen das. Außerdem gibt es außer mir nur... Wie viel? 3 Astronauten mit Training? Also... Du solltest sie aufnehmen, Claire. Was? 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 Klasse. Sie ist eine der qualifiziertesten Personen bei der WSA. Aber natürlich hast du das letzte Wort. Okay, Kathy. Obwohl Ryans letztes Argument ziemlich lachhaft war. Ja. Autsch. Glaube ich, dass du alles Nötige für den Erfolg der Mission tun wirst. Oder, Kat? Klar doch. Ich würde gerne über die Einzelheiten der Mission reden. Mit Claire, Sarah und Ryan. Kannst du das aushalten, ohne uns diesmal zu belauschen? Oh, da ich ja jetzt... Kathy. Mhm. Ja. Ja. Klar doch.
Nachricht von unserem Vater. Na, das kann ja interessant werden. Alles klar da drin, Ayla? Brauchst du irgendwas? Tasse Kaffee? Magazin? Tasse Kaffee? Du Diva. Du siehst nervös aus. Und das amüsiert dich? Nein, nein. Ich bin nur stolz. Hey, die Narbe auf Sarahs Bauch hat Dad ihr das Ding verpasst? Ja, warum? Bloß neugierig. Klopf, klopf. Fertig? Auf geht's. Kat? So, auf ins Abenteuer. Wir sind nun Teil des Teams. Und ich vermute sehr stark, dass wir in der nächsten Folge dann in den Weltraum fliegen werden. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und ich frage mich, warum man uns das alles verheimlichen will und uns erst nicht dabei haben will in dem Team. Das ist doch alles ein bisschen mysteriös. Ich frage mich auch, warum unser Vater das ursprünglich getan hat auf der Mondbasis und dann mit der Arche sozusagen weggeflogen und geflüchtet ist. Also warum? Was ist da wirklich damals passiert? Hat er das wirklich aus böser Absicht herausgetan? Oder ist vielleicht doch noch mehr irgendwo im Hintergrund, von dem wir jetzt halt noch nichts wissen? Wir werden es ganz sicher erfahren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis denn und tschüss.